Ja, ist er noch, ne? Das ist gestern nicht so. Ist ausgerastet, ne? Das ist auch nicht so. Hey, das gehört hier nicht hin. Das gehört in den Müll. Wieso sollten wir das schon tun? Ich sag dir mal was. Die Bananenschale könnte Ratten anlocken und die Stadt Rattenfallen aufstellen. Und danach, du weißt ja, im Sommer picknicken hier viele Familien. Und meistens sind auch Kleinkinder dabei. Und Kleinkinder könnten sich am Rattengift vergiften. Pff, das ist doch nur eine Banane. Nur eine Banane? Allein schon eine Banane dauert 10 Jahre zum Abbauen. Und wenn ihr sowas hinwerft, dann kostet es sogar noch Geld. Und ich sag dir mal noch etwas. Allein für Plastik braucht man 400 Jahre, nur zu deiner Info. Oh Gott, 400 Jahre. Das muss ich ja meinen Urkindern sagen. Da leben wir ja schon gar nicht mehr. Da bring mich lieber mal weg. Ja, das macht mir es ja auch. Ja, genau, also. Lass es uns weg. Das ist nicht so schlimm. Kannst du das Ratschal? Ja, das ist doch super easy. Dann mach mal. Oh, oh. Jetzt? Ja, es ist dieser Weg. Hallo, Assistent. Sie haben die Schwerpunkt. Ich rufe mal den Arzt an. Hallo, hier hat sich ein Mädchen verletzt, gebrochener Notarzt. Wir sind in der Berliner Straße 8. Bitte kommen Sie schnell. Was passiert? Das Mädchen hat sich verletzt. Das ist Scherben im Fuß. Wo denn? Da. Oh Mann, diese Leute. Scherben mein soll doch nicht sein. Scherben mein soll nicht sein. Was machst du da? Ich schmeiß Metall in den Main. Die Tiere sterben davon. Um was interessiert dich das? Willst du das essen? Nein. Dann werf's doch nicht in den Main. Wenn die Tiere das essen, sterben sie. Iss es doch mal selbst. Nein, muss ich nicht. Ja, Tiere wissen es nicht. Deswegen essen sie es und dann sterben sie. Ich wusste es nicht. Dann weißt du es jetzt. Okay, Entschuldigung.